Torte. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Erdbeertörtchen. Aber nicht alles auf einmal. Na, du kennst mich doch. Gerade deswegen. Jetzt eine Runde Cyber City. Super Idee, Ron. Bart? Wo sind deine Eltern, Ron? Papa ist in London. Und Mama ist noch bei Oma auf dem Geburtstag. Die feiern und hat keine Ahnung. Warum ist die Alarmanlage nicht angegangen? Keine Ahnung. Das sind Profis. Ich rufe Mama an. Ist so schlecht. Du musst mir helfen. Sie sind mit mindestens 80 durch die verkehrsberuhigte Zone gerast. Und Sie sind zu spät, Herr Botzenhardt. Bei uns ist das jetzt der dritte. Also mit dem von heute. Nach dem gleichen Schema. Im Norden und im Ruhrgebiet haben wir eine ganze Serie. Wenn nur jemand am Haus kratzt, muss die Alarmanlage losgehen. Und 5 Minuten später muss der Wachdienst hier eintreffen, laut Vertrag. Und? Die war halt nicht eingeschaltet. Ach, die ist aktiv. Wenn man die Haustür abschließt, dann geht die an. Da stimmt was nicht. Ron war vor uns hier, wenn die Typen noch da gewesen wären. Das ist der Albtraum. Ich komme heim, das Haus. Und Ron ist entführt. Eigentlich ein Hammerangebot. Das ist total nützlich. Ja. Warum hast du die ganzen Videos gekauft? Das sind Klassiker. Ach so, deswegen. Och, Bart, ich will endlich auch mal auf eine LAN-Party. Hey, bei euch sind gerade welche eingebrochen. Und du denkst schon wieder an Computer- und PC-Spiele? Coole Party, hä? Die LAN-Party. Tiger, die ist ab 18. Die lassen dich da auch nicht rein, du Kind. Ich bin da schon drin. Ich hab da nämlich einen Job. Ich bin mir nicht zu fein oder zu reich dazu. Ach komm, geh mal. Hi, Karle. Platt? Nee, Hinterrad blockiert. Zeig mal. Eigentlich fasse ich ja nur Autos an, nicht so eine Nähmaschine. Und wie läuft's im Autogeschäft? Die Kunden rennen mir die Bude ein. Hey. Hey. Na? Ja. Ja? Also Tantchen, hier steht's ja. Wenn Sie eine falsche Zahlenkombination eingegeben haben, warten Sie etwa 30 Sekunden und probieren Sie es nochmals. Bei nochmaliger Eingabe einer falschen Zahlenkombination verlängert sich die Wartezeit auf circa 5 Minuten. Eure alte Telefonnummer in Singapur ist der Code. 11 Zahlen. Alles korrekt. 3, 8. 9, 7, 8. Weitere falsche Zahlenkombinationen setzen das System für etwa eine Stunde außer Betrieb. Schnorr. Okay, bin unterwegs.
Hi, Carla. Hi. Tantchen hat angerufen. Ich muss nach Hause ein Safe öffnen. Ciao. 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 Tschüss. Ciao. Na, Jungs? Ich dachte, deine Mutter lässt sich nicht von zu Hause weg. Was ist denn los? Sie hat Schiss. Ja, sie hat gerade gemerkt, dass sie ein Kind hat und dass die Welt gefährlich ist. Kinder, pass auf, ich habe noch was zu tun. Da vorne ist so gut wie verkauft. Ich muss da nochmal einen Kühler ran. Also, tut mir leid. Okay, schon kapiert. Gehen wir zur LAN-Party? Let's go. Und wir müssen noch Anni anrufen. Oh, stimmt. Was zocken wir dann? Cyber City, würde ich sagen. Na, geile Idee. Gleich wieder raus. Die pennen hier auch? Ich riech schon, wie sich der Fußgestank in den Duft von Elektronik, heißen Kabeln, lauwarmer Pizza und Cola verwandelt. Oh Mann. Erwischt. Peng. Mir bricht das Herz, aber... Ihr Zwerge müsst leider raus. Ja, ja, schon kapiert. Was spielt ihr? Ab 18. Da muss ich eben ins Netz. Na dann, willkommen in meinem Team. Oder fürchte meine Überlegenheit. Wie sind eigentlich die Partys in Neumünster und Dortmund gelaufen? Voller Erfolg. Und jetzt raus hier. Was machst du denn hier? Na, den Job, von dem ich dir erzählt habe. Aber ihr fasst bitte nichts an, ja? Nein, Mama. Ja, Mama. Wie funktioniert die? Über Sensoren und Kreisläufe. Hier zum Beispiel an den Fenstern, an den Türen, am Safe und an den Bildern. Und natürlich über die Bewegungsmelder rund ums Haus. Ron, es gibt Essen. Gleich! Essen sonst nie zusammen. Aber seit gestern spielt sie Mutter. Warte. Die Anlage ist an, funktioniert aber nicht. Mhm. Hast du mit jemand über die Anlage gesprochen? Mhm. Ach komm, geh mal zum Turm. Ron, bleib bitte hier, nicht wahr, Ron? Warum denn? Vielleicht Annas Geburtstag plus ihr Alter in Monaten, ihre Schuhgröße und die drei besten Zeugnisnoten? Nein. Ach, grüß Gott. Walter, Sie sind meine Rettung. Oh je, ich sehe schon. Kombination vergesse, gell? Momentan. Ach, sind ja nur 11 Zahlen. In spätestens 13.000 Jahren ist das Ding auf. Meistens ist es einfacher, als man denkt. So wie etwa alle Zahlen hintereinander von 1 bis 10. Ja, genau. Das war's. Ja, so einfach wie möglich wollte ich das haben. Oh, Sie sind ein Schatz. 7, 8, 9, 10, 11. 11, richtig. Doch nicht. Wie lange hast du gesagt? 13.000 Jahre. Erzähl's, Anja, Bruderherz. Bei Ben sind sie genauso eingebrochen wie Baron. Ben? Ist ein Klassenkamerad von ihm. Boah, was für eine rotzfreche Bande. Das glaubt ihr nicht. Er hat sich bei uns eingehackt. Hab ich's doch gleich gewusst. Wer? Na hier, seine IP-Adresse. Der Typ ist ein IT-Profi. Hä? Du hast es doch selbst gesagt. Die Alarmanlage war an, tat aber nicht. Der hat sie über unser Netz geblockt. Achtung! Wahnsinn! Mein Bild! Das hat mir Mama geschenkt. Habe ich gefunden gestern. Na endlich! Eine Spur! Könnte sein.
Wo hast du es denn gefunden? Da war's. Wir gehen näher ran. Da. Bleibt hier und holt Hilfe, falls. Ja, okay. Okay, komm. Okay. Wir gucken da. Schon mal bei Karle gesehen. So, so. Ein Akiko Saito ist das also. Aha. Mhm. Und sonst war da nichts. Nö. Und das ist der Beweis, dass sich einer bei euch eingehackt hat. Ja. Was, wenn die jetzt abhauen? Wenn unser junger Autohändler Karle seine Geschäfte korrekt abwickelt, kein Problem. Der Transporter, den du heute verkauft hast, den meine ich. Seit wann herrscht denn hier eine derart gespenstische Ordnung? Obwohl, was soll jetzt das heißen? Chapo. Chapo. Und weiter? Der war so 20, blond, bisschen größer als ich. Und der andere, der hatte so dunkle Haare und Koteletten, schwarze. Nachname, Adresse. Also, wenn du wieder mal ein Fluchtauto verkaufst, dann macht so ein Kaufvertrag nur Sinn, wenn darin Name und Adresse vermerkt sind. Du machst mir das Leben schwer, Karle. Schwerer als nötig. Das habe ich gar nicht gern. Buchhaltung ist konfisziert. Botsnar hat recht, Karle. Eine Adresse kriegen wir sie halt nicht. Ist Ron in seinem Zimmer? Mhm, er ist im Netz. Hallo. Hi. Spiel verloren? Ach, der Typ hat mich reingelegt. Wer? Neo, der Moderator. Der leitet so ein Spiel hier im Netz. Naja, und ich bin mal ziemlich genial in seinen Rechner eingebrochen. Eingehackt eben. Und danach haben wir über unsere Alarmsysteme geplauscht. Er hat dich eingewickelt, hm? Ausgequetscht, wie einen Waschlappen. Als ich zu Omas Geburtstag gegangen bin, habe ich brav Tschüss gesagt. Er hat genau gewusst, dass keiner da war. Der ist es. Wir checken, ob die anderen Opfer auch was mit Online-Spielen am Laufen haben. Mama lässt mich nicht raus. Ist ein Notfall. Ich brauche dich dringend bei Tante Fanny. Wie war die alte Kombi nochmal? Welche? Oh je. Haben Sie gar keine Idee mehr? Na, einfach zu merken. Mhm. 11 Zahlen? Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dass die Null eine Zahl ist, vergisst man gern. Ron, das ist ein Wunder. Du hast einen Wunsch frei. Ich will erst um 8 nach Hause. Wenn Sie vielleicht meine Mutter anrufen könnten und ihr sagen könnten, dass ich hier noch ein paar Sachen machen muss. Clever, du hättest bestimmt Spaß auf der LAN-Party. Warst du da? War's voll? Knallvoll. Alles PC-Spinner, Pickel und fettige Haare. Bis auf den einen blonden Typ, der, glaube ich, Karles Transporter gekauft hat. Alle Einbrüche waren in Neumünster, Dortmund und hier. Überall, wo eingebrochen worden ist, gibt's einen Online-Gamer. Na ja, Botzi hat rumtelefoniert. Also Neo war's. Ja, aber wie sieht Neo aus? Der Typ, der Karles Transporter gekauft hat?
Vielleicht. Der ist weg. Ich hätte ihn bestimmt erkannt. So ein Mist. Alter, wir sehen uns später in der Stadt, ja? Hey! Kann man über GPS einen Wardriver orten? GPS? Kann man die nur im Internet jagen? Wie will er das denn machen? Es gibt ein System. Die Bullen arbeiten manchmal damit. Aber was willst du damit? Spielen? Kennst du Neo? Den Neo? Letzter Kämpfer für ein freies Internet? Wer kennt ihn nicht? Der wird mich bald kennenlernen. Nimm mal. Die Polizei hat auch so ein Megasystem? Ich glaub's ja nicht. Ich auch nicht. Und wir haben nicht mal digitalen Polizeifunk. Da muss Botzenhardt das Zeug halt besorgen. Ja. Aufpassen, gell? Das Zeug ist frei ein Haufen Geld wert. Zigtausend Dollar. Und in 3 Stunden holt das BKA die Kiste wieder ab. In 3 Stunden habe ich den Highscore. Darauf kannst du einen lassen, Neo. Es funzt! Um Gottes Willen, hast du was kaputt gemacht? Es funktioniert. Also, was soll ich schreiben? Neo-Loser, hast deinen Ruhm im Internet gekauft. Da muss er ja reagieren. Und was genau hat dieser Online-Mensch ausgefressen? Der fährt mit der LAN-Party rum. Und gleichzeitig zieht er Blödmännern wie mir zum Beispiel im Spiel Infos aus der Nase. Haustechnik oder Alarmanlage. Und dann hackt er sich ein. Und weil er bei dem Spiel präsent sein muss, denkt ihr, er hält sich in den Hotspots auf? Genau. Und da kann ihn dann das Teil hier auf 3 Meter genau orten. 1 Stunde gebe ich euch. 3. 1 Stunde. Und dann mache ich es nach der uralten Methode. Dann drehe ich jeden Stein um, unter dem so ein Spinner sitzen könnte. Was ist los, Krypto? Was soll die Lüge, Neo? Das wüsste ich auch gern. Ich verstehe nur Bahnhof. Wir behaupten, dieser Neo hat sich seinen Punktestand im Internet gekauft. Ja. Aber was? Sowas gibt's? Ron sagt, wer das macht, ist eine Spielergemeinde erledigt. Und dieser Neo-Kerle, der macht aber so etwas. Wahrscheinlich nicht, aber jetzt ist er richtig sauer. Hat er angebissen? Neo stinksauer. Weiter, damit er dran bleibt. Okay, Neo, jemand hat dich verpfiffen. Du bist ein Fake, Krypto. Ja, super. Und wohin fahren wir jetzt? Zur Weiblinger Straße. Danke, schönen Tag noch. Dankeschön. Guten Tag, Frau Fink, ich möchte Ron abholen. Der ist doch bei Bart. Nein, da komme ich gerade her. Mama, mach dir keine Sorgen, wir sind nur kurz spielen bei Bart und Zettel. Ich schau mal, was die beiden da machen, okay? Vertrauen Sie uns. Was? Ich hab ihn. Hey, das ist ein Parkhaus. Ich kann nur nicht sehen, auf welcher Ebene. Ich geh mal spitzeln, okay? Ja, okay. Ich glaub, es wird Zeit für die Verstärkung. Vielleicht ist es die gleiche IP-Adresse. Bart, der ist es, definitiv. Hiermit fordern wir die Verstärkung ein. Und? Nice try, Krypto. Du spielst ein schwaches Spiel, aber hier bei uns bist du jetzt tot. Wenn der jetzt bloß nicht aussteigt. Los, schreib. Du bist blind und gleich habe ich dich, Krypto. Außer so ein Transporter.
Mit der Aufschrift Konditorei Kort. Den Wagen haben wir schon mal gesehen. Bei Rons Haus. Ja, was laufe ich jetzt auch noch da rein? Heilandshack, du warst auf die Kollegen, gell? Bei mir? Immer auf alles vorbereitet sein. Habe ich dir doch tausendmal gesagt, oder? Verdammter Mistkerl! Dein System hat versagt. Game over. Na, Kleine? Ein Leben habe ich noch. Neo? Ja. Erinnerst du dich an unser allererstes Spiel? Der Bunker in Level 17, im Wald. Ja. Warum machst du dann so einen dummen Fehler? Ich glaube langsam, ich bin keine allzu gute Mutter. Dabei habe ich doch nur ein Kind. Oh, ich habe zwei und bin überhaupt keine Mutter. Oh, Walter, mein Lieber. Computerspezialisten mit Wasserpistolen. In erster Linie sind es halt immer noch Kindsköpfe. Zum Kaffee jedenfalls sind Sie pünktlich, Herr Bolzenhardt. Ach komm, geh mal zum Turm. Ron, bleib bitte hier, nicht wahr, Ron? Warum denn? Vielleicht Annas Geburtstag plus ihr Alter in Monaten, ihre Schuhgröße und die drei besten Zeugnisnoten? Nein. Ach, grüß Gott. Walter, Sie sind meine Rettung. Oh je, ich sehe schon. Kombination vergesse, gell? Momentan. Ach, sind ja nur 11 Zahlen. In spätestens 13.000 Jahren ist das Ding auf. Meistens ist es einfacher, als man denkt. So wie etwa alle Zahlen hintereinander von 1 bis 10. Ja, genau. Das war's. Ja, so einfach wie möglich wollte ich das haben. Oh, Sie sind ein Schatz. 7, 8, 9, 10, 11. 11, richtig. Doch nicht. Wie lange hast du gesagt? 13.000 Jahre. Erzähl's, Anja, Bruderherz. Bei Ben sind sie genauso eingebrochen wie bei Ron. Ben? Ist ein Klassenkamerad von ihm. Boah, was für eine rotzfreche Bande. Das glaubt ihr nicht.
hat sich bei uns eingehackt. Hab ich's doch gleich gewusst. Wer? Na hier, seine IP-Adresse. Der Typ ist ein IT-Profi. Hä? Du hast es doch selbst gesagt. Die Alarmanlage war an, tat aber nicht. Der hat sie über unser Netz geblockt. Achtung! Wahnsinn! Mein Bild! Das hat mir Mama geschenkt. Ich rufe Mama an. Ist so schlecht. Du musst mir helfen. Sie sind mit mindestens 80 durch die verkehrsberuhigte Zone gerast. Und Sie sind zu spät, Herr Botzenhardt. Bei uns ist das jetzt der dritte. Also mit dem von heute. Nach dem gleichen Schema. Im Norden und im Ruhrgebiet haben wir eine ganze Serie. Wenn nur jemand am Haus kratzt, muss die Alarmanlage losgehen. Und 5 Minuten später muss der Wachdienst hier eintreffen, laut Vertrag. Und? Die war halt nicht eingeschaltet. Ach, die ist aktiv. Wenn man die Haustür abschließt, dann geht die an. Da stimmt was nicht. Ron war vor uns hier, wenn die Typen noch da gewesen wären. Das ist der Albtraum. Ich komme heim, das Haus. Und Ron ist entführt. Eigentlich ein Hammerangebot. Das ist total nützlich. Ja. Warum hast du die ganzen alten Videos gekauft? Das sind Klassiker. Ach so, deswegen. Ach Bart, ich will endlich auch mal auf eine LAN-Party. Hey, bei euch sind gerade welche eingebrochen. Und du denkst schon wieder an Computer- und PC-Spiele? Coole Party, hä? Die LAN-Party. Tiger, die ist ab 18. Die lassen dich da auch nicht rein, du Kind. Ich bin da schon drin. Ich hab da nämlich einen Job. Ich bin mir nicht zu fein oder zu reich dazu. Ach komm, geh mal. Hi, Karle. Platt? Nee, Hinterrad blockiert. Zeig mal. Eigentlich fasse ich ja nur Autos an, nicht so eine Nähmaschine. Und wie läuft's im Autogeschäft? Die Kunden rennen mir die Bude ein. Hey. Also Tantchen, hier steht's ja. Wenn Sie eine falsche Zahlenkombination eingegeben haben, warten Sie etwa 30 Sekunden und probieren Sie es nochmals. Bei nochmaliger Eingabe einer falschen Zahlenkombination verlängert sich die Wartezeit auf circa 5 Minuten. Eure alte Telefonnummer in Singapur ist der Code. 11 Zahlen. Alles korrekt. 3, 8, 9, 7, 8. Weitere falsche Zahlenkombinationen setzen das System für etwa eine Stunde außer Betrieb. Ah, schnau. Okay, bin unterwegs. Hi, Carla. Hi. Tantchen hat angerufen. Ich muss nach Hause ein Safe öffnen. Ciao. 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 Tschüss. Ciao. Na, Jungs. Ich dachte, deine Mutter lässt sich nicht von zu Hause weg. Was ist denn los? Sie hat Schiss. Ja, und sie hat gerade gemerkt, dass sie ein Kind hat und dass die Welt gefährlich ist. Kinder, pass auf, ich habe noch was zu tun. Da vorne ist so gut wie verkauft, ich muss da nochmal einen Kühler ran. Also, tut mir leid. Okay, schon kapiert. Gehen wir zur LAN-Party? Let's go. Und wir müssen noch Anni anrufen. Oh, stimmt. Was zocken wir dann? Cyber-City, würde ich sagen. Na, geile Idee. Torte. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Erdbeertörtchen. Aber nicht alles auf einmal.
Na, du kennst mich doch. Gerade deswegen. Jetzt eine Runde Cyber City. Super Idee, Ron. Bart? Wo sind deine Eltern, Ron? Papa ist in London. Und Mama ist noch bei Oma auf dem Geburtstag. Die feiern und hat keine Ahnung. Warum ist die Alarmanlage nicht angegangen? Keine Ahnung. Das sind Profis. Gleich wieder raus. Die pennen hier auch? Ich riech schon, wie sich der Fußgestank in den Duft von Elektronik, heißen Kabeln, lauwarmer Pizza und Cola verwandelt. Oh Mann. Erwischt. Peng. Mir bricht das Herz, aber... Ihr Zwerge müsst leider raus. Ja, ja, schon kapiert. Was spielt ihr? Ab 18. Da muss ich eben ins Netz. Na dann willkommen in meinem Team. Oder fürchte meine Überlegenheit. Wie sind eigentlich die Partys in Neumünster und Dortmund gelaufen? Voller Erfolg. Und jetzt raus hier. Was machst du denn hier? Na, den Job, von dem ich dir erzählt habe. Aber ihr fasst bitte nichts an, ja? Nein, Mama. Hm? Ja, Mama. Wie funktioniert die? Über Sensoren und Kreisläufe. Hier zum Beispiel an den Fenstern, an den Türen, am Safe und an den Bildern. Und natürlich über die Bewegungsmelder rund ums Haus. Ron, es gibt Essen. Gleich! Wir essen sonst nie zusammen. Aber seit gestern spielt sie Mutter. Warte. Die Anlage ist an, funktioniert aber nicht. Mhm. Hast du mit jemand über die Anlage gesprochen? Mhm.